optisch lässt sich dann nichts wahrnehmen. Also ich hab's dann so, nachdem wir Erklärung gekriegt haben, mir zurecht gereicht und dann habe ich es verstanden. Der Wert dachte, tatsächlich ist er doch so schnell gefahren. Ich bin schon vor dem Frankie, so, fertig. Ui. Es wäre vielleicht sogar der Kniff gewesen, jetzt mit weichen Reifen starten, weil ja, die genau noch auf Temperatur sind und nach wenigen Runden dann rein. Oh, nicht nervös werden da vorne. Sorry! Fuck! Die machen mich fertig. Die Trottel schaut auf die Standings links. Oh mein Gott. Ja, Gott sei Dank. Yellow flag, keep your wits about you, mate. Und ach, hinter Gott. Mir der Dominik Schröder, den ich im letzten Mal so unsanft rausboxiert habe. Wenn ich Finger im Spitzengefühl brauche, wenn der attackiert. Da geht schon wieder Strafpunkte. Oh, na bravo. Was ist sowas deppert? Na, grüß Gott. Lemon ahead is now 0.74. Yellow flag, watch out. Car left. Still there. Still there. Clear left. Mietz is now leading. Left side. Still there. Clear left. Yellow flag, keep your wits about you, mate. Car left. Clear left. Three wide, you're in the middle. Clear left. You're in the middle. Clear right. Clear all around. It's just a scratch. Yeah, yeah. Du bist mir im Weg gestanden und darum habe ich noch links jetzt einen Kontakt gehabt. Lemon.
bestimmt ein paar schöne Teamfotos.
is now in the lead. Lemon in. The gap is 0.42. This is okay. Keep those exit speeds up. V12. That's your quickest lap. Cold tires all round. This bastard's holding you up. You've got to find a way past. Sehen und noch drauf zu reagieren. Okay, bin so richtig schön links erwischt. Und jetzt steht alles schief. Na gut. Dann muss ich jetzt an die Box und reparieren lassen. Ja, ich bin gerade durch hier und den noch, wenn gerade nicht mehr so weit rauskomme, dass ich an ihm vorbeifahre. Das ist ziemlich viel beschädigt. Das ist ein neuer fastest lap für Mietz. 138.56. Mietz ist lead in the race. Den langsamen Fahrten kriege ich nicht los. 0.22. You've just done a 140.84. Okay, Frank. The next car is Lemon. Die Reparatur dauert. Also das Rennen ist eigentlich erledigt. Okay, Frank, ignore that fucker in the mirror. Stick to your line. Nail those exits. Ich bin wieder unterwegs. Mietz ist now leading. The answer, Lemon, ahead is now 0.62. Alright, Frank, keep it nice and smooth. Come on, let the race come to us. V11, sector 1 is 0.70 off the pace. Your right sides are cold. Mietz is now in the lead.
right. Your front tyres are cold. Yellow flag. Right side's clear. Clear left. Well done, Frank. Great move. Keep it up. Yes. Seht die blaue Flagge. Das komplette Feld an und ich kann alle durchlassen.
tires are cold. So we'll get a penalty. Okay, wo bist? Was ist passiert? Ah, shit. 10 minutes of fuel remaining. 10 minutes. Your tires are cold. Watch out. Thank you.
Watch out. Your right side tires are cold. Jetzt gut sein lassen. Clear right.
Schade, Bernd. Ja, das bringt nichts. Das ist noch einmal ein Fehler. Ich bin vorher so gefahren, dass ich den Abstand zum Auto hinter mir halte, aber sowieso überrundet und nach der Reparatur so weit hinten. Und mit dem zusätzlichen Dreher kommt nur der nächste Pulk an, den ich sowieso vorbeilassen muss. Dafür ist es eindeutig zu heiß. Okay. Exit clear. Push. Schleiche mich mal vom Server. Ja, jetzt schau noch mal kurz ins Replay rein, wie der erste Kontakt da war. Mietz is leading the race. Dasselbe von mir behaupten. Meine Arme jetzt auf die Hose gelegt habe, aber so richtig dunkle, nasse Flecken. Seconds.
Stay focused. Apexes and exits. Apexes and exits. That's 20 minutes to go.
6 left. Frank, you're gaining on the guy in front. The gap is 2.44. Still there, clear left.
Okay, Frank, relax, focus, keep it smooth. 10 minutes to go. That's 10 minutes left. You're pulling away from the guy behind. The gap's now 0.83. Bietz is leading the race. Right tyres are cold.
sounds okay. Sides are cold. Yellow flag, watch out.
and one more lap to go. Das hat doch Spaß gemacht. Sorry, Frankie, für den Stupser. Nee, wo? Ich glaube, ich habe bei meinen Reifen, die ich gewechselt habe, zu wenig Druck eingestellt gehabt. Mir sind die Links verbrannt nachher nach dem Boxenstopp. Ich habe noch 30 Liter zugetankt, irgendwie noch 16 ausstehende Minuten. Und ja, Rundenzeiten, die sind richtig runtergegangen danach. Also ich habe irgendwie die falschen Reifen oder den falschen Druck drauf gehabt. Aber Platz 7. Auf 6 gestartet, auf 7 angekommen, von 11 Teilnehmern. Aber der Ferrari war schon Wahnsinn, der hat uns gescheit aufgehalten am Anfang. Naja, ja.
Ja. Ja, scheiße, ja. Nein, ich war einfach zu knapp hinter dir und hab, ja, Meter spät bremst. Ist sie nicht mehr ausgegangen. Das war so sauknapp, als dort bremst man zwar normalerweise früher, aber gut, ja.